Die Meller sind zufrieden mit ihrem neuen Park. Das wurde bei ersten Gesprächen bereits deutlich. Und der Bauunternehmer liegt sehr gut in der Zeit. Bis Mitte November soll alles fertig sein. Schon jetzt ist die Parkanlage deutlich zu erkennen. Die Spielgeräte für die Kinder stehen bereits, sind aber noch nicht freigegeben. Da müsse erst alles fertig sein, sonst werde die Anlage nicht grün werden, hieß es. Im Moment wird die Parkplatzanlage mit den 2 Wohnmobilstellplätzen gebaut. Die Infrastruktur liege bereits. Doch es gibt noch eine weitere Mellner Großbaustelle. Auch beim Bau des Radweges an die Sorpe ist schon zu erkennen, wo der Weg hergeht. Mächtig viel Erde wurde in den zurückliegenden Wochen bewegt, ein Hang abgetragen und befestigt. Wer aus Richtung Beckum mit dem Fahrrad kommt, kann demnächst sicher auf dem neuen Radweg in Richtung Sorpe fahren, aber auch nach Mellen. Dort kommt er dann an der Schützenhalle an. Diese Baustelle wird sich aber noch bis in das neue Jahr hinziehen.